Dieses Monokular von Presse habe ich jetzt 2 Jahre lang im Einsatz. Mittlerweile ist es ein bisschen kaputt geworden. Wenn dich interessiert, ob dieses Monokular auch etwas für dich sein kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rosso vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun. Und dieses Monokular Firma Presse, das ist doch ein bisschen eigenartig und da müssen wir kurz einmal drüber sprechen. Ich habe es jetzt 2 Jahre lang im Einsatz und es hat folgende Funktionen, und zwar vom 8-fach-Zoom bis zu einem 25-Zoom, ja, kannst du hier im Endeffekt die Vergrößerung einstellen. Und ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, warum ich es eigentlich gekauft habe, aber es hat mich ganz einfach interessiert und mittlerweile ist dieses Rädchen hier, das man da einstellen kann dafür, kaputt geworden. Das heißt, ich habe nur mehr einen gefühlten, naja, 8- bis 10-fache Vergrößerung. Es ist einfach abgerissen. Ich habe es aber auch viel im Einsatz gehabt, viel dabei gehabt und das passiert ganz einfach. Ich meine, du findest unten den Link zu dem Produkt. Es ist nicht ganz günstig, aber auch nicht ganz teuer und auch nicht ganz, ich weiß nicht, muss selber ein Bild dafür finden, wenn dich das überhaupt interessiert. Nur eins ist klar. Bei dem 25er Zoom, den ich ein paar Mal eingesetzt habe, aber dann auch bald nicht mehr, da musst du auflegen. Das bedeutet, du stellst auf 25 und dann musst du das irgendwo auflegen, weil allein durch das Zittern hüpfst du so stark hin und her, weil der Ausschnitt natürlich dann ganz, ganz klein wird. Das macht fast keinen Spaß mehr. Habe ich dann aufgelegt auf irgendwelchen Ästen oder zum Baumstamm auflegen. Das ist okay, aber da habe ich dann auch das Problem gehabt, dass man das nur dann einsetzen kann, wenn es extrem hell ist. Bei der, ja, du siehst jetzt, wie das Licht hier jetzt ausschaut. Es ist nicht, es ist so, es geht bald die Sonne unter, in ungefähr, ja, in 2 Stunden ungefähr geht die Sonne unter. Und gut, es ist ein bisschen bedeckt, das wird gerade noch gehen. Aber wenn es ein bisschen dunkler ist, siehst du beim 25er Zoom einfach fast nichts mehr. Ist klar, die Objektivgröße ist ganz einfach auch für 25 einfach extrem gering. Im 8-fach-Zoom ist es absolut fein. Da ist natürlich auch dunkel im Vergleich zu also nicht Nachtfernglas zum Beispiel, ja, ist ganz klar. Aber da geht das gerade noch. Um die Schärfe einzustellen, schiebst du den vorderen Bereich hier hin und her. Das heißt, du kannst dann die dazugehörige Schärfe einstellen. Und das funktioniert auch ganz gut und da gibt es auch überhaupt nichts zum Herumsudern. Interessant ist auch, dass man es als Lupe verwenden kann oder Mikroskop. Mikroskop ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch als Lupe verwenden kann. Das geht auch, dass man wirklich sehr nahe, da jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt da runterschauen und kann die Pflanzen genau anschauen. Ich meine, das ist, aber Insekten zum Beispiel beobachten dabei. Das geht sehr, sehr gut und da ist das Teil auch wirklich fein. Und wenn du mich jetzt fragst, hat das Ding eine Berechtigung, dann sage ich ja. Aber es ist natürlich ein Spielzeug. Wenn du Vogelbeobachter bist und das halt hobbymäßig machst, ist das okay. Wenn du es beim Wandern mit hast, um ein bisschen die Landschaft anzuschauen oder den Weg im Voraus anzuschauen, dann ist es okay. Natürlich mit Einschränkungen und mit Schwächen, aber dann ist es auch wiederum günstig genug, um es im Hobbybereich einzusetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du sowas suchst, dass du im nahen und im fernen Bereich einsetzen kannst und vielleicht ein bisschen lieber mit diesen 8 bis 25 Zoom, den man da einstellen kann, umgehst als ich und vielleicht nicht so ein Wildschwein bist wie ich, dann wird es bei dir auch vielleicht ein bisschen länger halten, hoffe ich zumindest. Ist ein nettes Ding. Das war's. Link zu dem Produkt findest du unten, auch die technischen Daten, weil es hat doch ein bisschen ein Gewicht. Es ist nicht extrem schwer, aber doch schwerer als so viele andere Monokulare, die ich im Einsatz habe. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, was du von diesem Produkt hältst, ob du es selbst im Einsatz hast oder wo du Monokulare überhaupt im Einsatz siehst. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt, dein Reini Rossmann. Es hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Ciao.